Hallo, ich bin Malil W. Ich bin heute hier in Frankfurt auf dem Afrikanischen Kulturfest. Und das ist dieses Jahr unter dem Motto Gemeinsam für Afrika. Für mich ist es sehr wichtig, heute hier zu sein, weil ich auch Manga und die ganzen Leute, die das hier organisieren, gut kenne, weil ich weiß, dass die sehr politisch aktiv sind und eben das Ganze nicht nur als Musik-Kulturfest sehen, sondern als ein politisches Statement. Und das Statement heißt letzten Endes einfach, dass Europa oder die ganze Welt nicht die Augen verschließen soll, dass in erster Linie eben die Ausbeutung auch aufhören muss, weil solange die Ausbeutung und die Ungleichheit auf der Welt weiterhin stattfindet, werden Menschen logischerweise nicht nur deswegen, aber eben auch deswegen von A nach B migrieren müssen. Es gibt gar keine andere Wahl. Jeder von uns würde genau das Gleiche tun. Und deswegen ist einfach noch nach wie vor eine Schande, dass Europa einen Massengrab kreiert, nur weil sie eine Festung aufbauen wollen. Und das heißt für mich eben auch, heute hier zu sein, einfach ein klares Zeichen zu setzen, Bewegungen zu unterstützen, die auf dem Kontinent aktiv sind, die hier aktiv sind für die Menschen, die hierher geflohen sind, die auch seit Generationen schon aus anderen Gründen hier leben. Und ja, da einfach quasi diese Kluft auf lange Sicht zu zerstören. Es reicht auch nicht mal nur zu sagen, Refugees are welcome, das ist der mindeste Schritt, sage ich. Eigentlich muss man so weit gehen, dass eben unser Lebensstandard sich ändern muss, dass die Ungleichheit, dass der Kapitalismus, so wie er ist, also an sich, abgeschafft werden muss. Also solange es so die Welt ist, wie sie jetzt ist, wird es weiterhin Elend geben, wird es Kriege geben, die Profit bringen. Und deswegen werden Menschen fliehen. In den letzten Jahren hier in Deutschland, in ganz Europa, einen richtig aggressiven und angsteinflößenden Rechtsruck erleben. Angefangen hat es in Ungarn, es ist jetzt überall angekommen, in Deutschland mit der AfD, mit den ganzen Pogromen die letzten Jahre. Das hat das Klima ziemlich verändert, natürlich in Deutschland. Und ja, die AfD ist eine Partei. Aber wenn wir genau hinschauen, die CSU rückt gerade zur AfD, um die Wähler wieder zu sich zu bekommen und wahrscheinlich auch einfach aus Überzeugung, die waren ja schon immer dagegen, dass, ja, dass Deutschland sozusagen auch die Grenzen öffnet für die Menschen, die einfach auf der Flucht sind. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ja, wir alle, die eben nicht so denken, die halt humanistisch denken, dass wir noch mehr uns zusammentun, noch stärker werden und Aufklärung auch betreiben. Die Leute, die aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Ängste haben, denen klar machen, dass diese Ängste Hirngespinster sind oder dass zumindest diese Ängste nicht auf die Menschen aufgetragen werden können oder sollen, die fliehen, weil die dafür nichts können. Dass irgendeine akute Angst ist vor einem Wirtschaftszusammenbruch, das liegt am System, das liegt am Kapitalismus und nicht an den Menschen, die fliehen, weil die fliehen nämlich genau aus dem gleichen Grund. Und wir können noch von Glück reden, dass Deutschland eigentlich von der Krise nicht betroffen ist, sondern eher profitiert. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn Deutschland jetzt auch 40-50% Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen hätte. Dann wäre wahrscheinlich die AfD schon die stärkste Partei. Aber trotzdem versuchen, positiv zu denken. Das ist alles sehr negativ und sehr schlimm. Und deswegen ist eben wichtig, dass wir alle motiviert bleiben, dass wir die Leute einladen, dazu aufzustehen. Dass wir die Leute motivieren, aufzustehen, laut zu sein gegen Rassismus, egal wo, im Alltag, überall zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit, auf der Straße. Dass wir einfach zeigen, wir sind mehr. Wir sind stärker, wir sind lauter. Und